Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle News Video. Es sind sowohl auf der japanischen Version, ne Moment, es sind nur auf der japanischen Version, tut mir leid, vergiss das, auf der japanischen Version sind Neuigkeiten aufgetaucht zum Thema World Tournament, unter anderem neue Charaktere, wie ihr sehen könnt, und zum Thema Extreme Sea Awakening, wer der nächste Char ist, habe ich euch im Titel wahrscheinlich schon verraten, es wird Freezer. Und auf die alle gehen wir heute ein, beziehungsweise auf deren Übersetzung. Heißt also nicht lang schnacken, wir können loslegen. Übrigens, kurz nach diesem Video werde ich wahrscheinlich streamen, also haltet die Augen offen und ja, am besten Glocke anmachen, weil wie es aussieht, kommt das immer nicht an alle durch. Tut mir sehr leid. Anfangen tun wir mal mit der wohl interessantesten Karte und zwar, wir sehen können, es gibt jetzt hier 6, 7, 8 neue Karten. Davon sind auch 3 Awakenings. Und davon der interessanteste für alle war wohl erstmal der Super Saiyan 2 Gohan. Der hier unten, der hat jetzt sein Awakening bekommen, nämlich. Der hier unten. Das ist nice. Einerseits hat er ein richtig gutes Art bekommen, muss man sagen. Sieht wirklich sehr nice aus. Und andererseits da, glaube ich, auch gar nicht so schlecht geworden. Sein Leader-Skill ist jetzt AGL, Tech und physisches Ki plus 2, HP und Attack plus 50. Naja, Leader haben die alle eh mal nicht so drauf. Die Super Attack, Massively Raise Attack for One Turn. Das ist immer sehr nice, wie wir... Ah ne, das Video gab es noch gar nicht. Das kommt die Tage erst, kein Spoiler. Und Suprema Damage. Die Passive, AGL, Tech und physisches Ki plus 2... Attack und Defense plus 30%. Das sind schon mal die Prozente vom physischen Teen Gohan Super Saiyajin. Ihr erinnert euch, Majin Buu Saga. Aber halt AGL Tech physisch, das ist trotzdem verdammt stark. Und ein sehr guter Tech-Supporter, muss man sagen. Ich nehme jetzt an, dass ihn keiner in einem Mono-AGL-Team benutzen wird. Aber trotzdem ziemlich lit, muss man sagen. Er hat sich ziemlich gemacht. Seine erste Form, Moment, was war die? Ja, okay, war nur Kiwis aussieht, das ist... Er hat sich schon ziemlich stark gemacht. Suprema Damage, Raise the Attack, kann supporten. Das ist nice. Außerdem, Prepare for Battle, Link. Shattering the Limits natürlich auch. Prepare for Battle, weiß nicht, ob er ihn vorher hatte, aber Prepare for Battle gefällt mir immer sehr gut, wie gesagt. Wollte ich ihm mal anmerken an der Stelle. Des Weiteren ein Awakening hat bekommen. Der physische Fuß Kamehameha Goku nenne ich ihn jetzt mal. Ihr wisst, welchen ich meine, einfach. Ja, genau, der hier. Eigentlich sah ganz nice aus. Sieht jetzt immer noch ganz cool aus. Der Leader-Skill jetzt, physisches Ki plus 2, Attack und Defense 60%. Naja, für eine Free-to-Play-Karte, die man, ja, das ist okay. Ist ja eigentlich auch wieder gut. Der ist auch Free-to-Play, stimmt, das müssen wir anmerken. Das sind alles Karten, für die man keine Stones braucht. Die kann man im Banner so ziehen. Eigentlich ganz okay, muss man sagen. Die Ulti, Medium Chains zu stunnen, nice. Und Suprema Damage natürlich. Und die Passive, das gefällt mir ziemlich gut. Attack und Defense um 80% erhöht, wenn ihr eine Ulti vollzieht. Naja, wenn ihr halt ultet. Das ist stabil, das ist nichts ultra krasses, aber obwohl für die, wie gesagt, für die Kriterien, dass es eine Free-to-Play-World-Tournament-Karte ist, ist das ziemlich gut. Tech-Defense 80%, lässt sich sehen. Links, Son Family, ja, macht Sinn, Infighter kann mehr. Shocking Speed ist sehr gut. Und Shattering the Limit, ja, mit Shocking Speed kann man vielleicht was anfangen. Gefällt mir auch sehr gut, sein Rebirth. Übrigens, der Gohan hat nice Stats. Der Goku, er hat eine recht gute Defense, muss man sagen. Das dritte Awakening ist vom guten, ja, ich hasse ihn so sehr. STR Piccolo. Ich habe davon sehr viele gezogen und ich hasste ihn bis zu diesem Awakening hoffentlich, weil jetzt gucke ich mir auch erstmal an, was der so kann, weil ich hoffe wirklich, dass er mich jetzt überrascht. Erst einmal, schöner HP-Stat, guter Attack-Stat, Defense geht okay. Leader-Skill, STR Tap Ki plus 2, HP Attack 60, okay, ich habe jetzt nicht wirklich Krankes erwartet, halt so Goku-mäßig. Die Ulti, Suprema Damage und oh, greatly lowers die Defense, das gefällt mir ja schon mal. Die Passive. Komm schon. Enemy Attack und Defense minus 20%. Medium Chains to Stun, wenn man attackt, und Chains to Go Giant. Wow, irgendwie ist das jetzt der enttäuschendste. Ich habe wirklich... Ah, okay, im Vergleich zum letzten ist er schon um einiges stärker geworden. Das muss ich ihm lassen. Er hat sich sehr, sehr stark verbessert von einfach nur Attack minus 12%, Attack Defense 20, Medium Chains to Stun. Aber trotzdem nichts, was mich irgendwie umhaut. Schade, schade. Er wird trotzdem nicht groß Damage aushauen können, wie es aussieht. Naja, er hat jetzt Supreme Damage immerhin. Immerhin hat er auch den Big Bad Bosses Link. Demon Clan, Strange Unity, Incredible Adventure. Naja, das war's. Und Shattering the Limit, wie ist auch dazu gekommen. Giant. Schade irgendwie, schade. Vielleicht fürs Battle Royale ein bisschen nützlich. Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, weil halt Attack, Defense 20.
Das kann helfen beim Battle Road. Doch, doch. Er kann sich transformen und macht die Gegner ein bisschen schwächer. Das könnte da funktionieren. Leider kein Damage-Dealer. Schade. Dann kommen wir jetzt zu den neuen Karten, die gekommen sind. Und zwar gibt es da einmal eine Chi-Chi. Der hat Skill Physisch Ki plus 2, Attack Defense 50. Interessant, hat der Goku hier nicht... interessant. Wow, dass sie nur so ein Stück... Wow, okay. Physisch Ki 2, Attack Defense 50. Suprema Damage. Nice. Und Rare Chains to Stun. Gefällt mir auch ziemlich gut. Ganz kurz mal. Ah, okay. Ich dachte, die wird SR zuerst. Und war gerade leicht verwirrt. Verzeihung. Ja, Suprema Damage und Rare Chains to Stun. Die Passive. Für zwei Turns. Enemy Attack und Defense minus 20%. Okay, erstmal wie Piccolo also. Und wenn ihr unter 50% droppt eures Lebens, Ki plus 3, Attack Defense 60%. Ist jetzt ein bisschen belastend, dass man halt unter 50 sein muss. Das ist immer ziemlich schwer in der heutigen Meta. Obwohl im World Tournament Team könnte es noch möglich sein. Sie ist okay. Sie ist, wenn man es nett ausdrücken möchte, okay. Dieses, dass man unter 50 droppen muss, ist recht nervig. Und dass sie auch nur zwei Turns den Gegner schwächt, naja. Einfach nur okay, mehr möchte ich nicht sagen. Die Links, Innocent, Battlefield Diva. Okay, da ist auch nichts Gutes dabei. Eine Karte, die wir also hoffentlich, das heißt hoffentlich, eine Karte, die wir, wie es aussieht, nicht so sehr nutzen werden. Sieht mir auch aus wie eine Karte, die wir einfach gedroppt bekommen, wie damals der Oop, ich bin mir noch nicht sicher. Auch dazu gekommen ist passend ein Team Goku, der ziemlich nice aussieht, ehrlich gesagt. Er ist recht simpel, erinnert mich an ein paar schlechte Arts wegen dem Hintergrund, weil er so, naja, simpel einfach ist, aber ich finde ihn echt cool, Leader Skill, AGL, Physisch, Ki, oh, gar kein Ki, AGL und Physisches Type, HP und Attack plus 20%. Okay, kein Ki. Macht Extreme Damage mit einer High Chains to Stun. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und Passive. Wow. Defense 100%. Einen, erstmal Defense Boost von 100%. Und wenn da mehr als zwei Gegner sind, Ki plus 2 und Attack plus 40%. Das ist doch recht nice. Vor allem ist es eine SR-Karte, Leute. Die Defense an sich ist nur 3000. Heißt, die 100% werden da nicht so viel ausrichten, je nachdem, welchen Team man ihn benutzt. Aber trotzdem, das gefällt mir nicht gut. Defense 100, wenn da mehr als so und so viele Gegner sind, nochmal 2 Ki und Attack 40, das ist nice, das ist okay. Das ist okay für eine SR-Karte, muss man sagen. Links sind auch viel besser. Er hat Shocking Speed, Sun Family, End Fighter, World Tournament Champion, Turtle Power. Na gut, Shocking Speed ist wieder ein Link. Vor allem in der AGL-Team ist Shocking Speed sehr oft vertreten, habe ich das Gefühl. Der Goku könnte recht lustig sein zum Spielen, auch wenn das nur 2-3 Mal der Fall ist. Dann haben wir den maskierten Rächer. Keiner weiß, wer es sein soll, aber er ist im Spiel. Leader Skill, STR-Type Ki plus 2, macht Huge Damage und sealed die Enemy Super Attack. Ja, wir haben mal wieder einen Sealer bekommen. Großartig spannend, dass sie uns mal wieder einen Rare Sealer gibt. Das ist das, was wir brauchen. Danke dafür. Wow, naja. Also Rare Char, sealed die Gegner und Physisch Type Enemies Attack minus 20%. Das ist jetzt auch nicht so der Bringer, muss ich sagen, an der Stelle. Aber was soll man von der Rare-Karte erwarten? Turtle School, ne Moment. Tauch as a Nail, in Fighter, Coward Flee, ja, Links sind auch beschissen. Naja, das was ihn ausmacht, er kann zielen und seine mysteriöse Identität natürlich. Dann haben wir noch einen Krillin, SR wieder. Leader Skill AGL Tech Type Attack Defense 20%, Extremer Damage und Lower die Defense. Lower Defense SR Karte, not bad. Und Passive at Start of Turn, 3 Ki, oh lol. 3 Ki und Reduce den Damage, den er kassiert, um 30%. Ich wollte gerade sagen, irgendwie erstmal mit der... Ulti, Lowers Defense, würde fürs Battle Road vielleicht okay sein, aber dann ist mir eingefallen, er muss ja auch einstecken können, aber naja, 30% ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem ist das, es ist eine SR-Karte, die eine Tank-Funktion hat, eine leichte. Das gefällt mir doch. Vielleicht in einem Neo-God-Leader-Team mit 120 Lead, wo er dann eine Defense von vielleicht 20.000 erreicht, ich weiß ja nicht, dann könnte das okay sein. Ist auch so eine Karte wie Goku, die könnte man 2-3 Mal benutzen, das gefällt mir eigentlich. Schön, dass die SR-Karte sogar was reißen kann, ist ganz cool, ist ganz cool. Links sind leider echt beschissen. Turtle School, Courage, Best Buddies, Kamehameha, naja. Und zum Abschluss der World Tournament Reihe haben wir noch einen SR INT Yamcha, dessen Art sogar recht okay aussieht, muss ich sagen. Sein Leader Skill INT Type Attack plus 30%, macht Extreme Damage und lowert die Gegners Attack. Ist der wie Krillin aufgebaut, werden wir sehen. Ah ne, die Passive. Wenn Ki ist 7 oder mehr, Attack Defense 50%. Achso ja, wenn Ki ist 7 oder mehr, ihr kriegt Attack und Defense Boost von 50% und plus 4 Ki, wenn ihr über 70% seid eures Lebens. Das ist nicht schlecht. Das ist halt sowas, wo man über sein muss, das gefällt mir. Heißt also, wenn ihr ultet quasi, habt ihr Attack und Defense plus 50 safe und auch schon davor. Und ihr habt auch eine ziemlich einfache Ulti vor euch, wenn ihr halt noch über 70% eures Lebens seid. Das ist auch nicht schlecht für eine SR-Karte. Wirklich nice, dass sie hier SR-Karten
Das sind alles so Karten, wo ich sagen würde, wie gesagt, dass ich sie 2-3 Mal benutzen würde für Showcases und vielleicht für Fun-Runden. Das ist recht nice. Links leider auch beschissen. Turtle School Speed Retribution. Ist das falsch übersetzt? Incredible Adventure. Guidance of the Dragon Ball. Naja. Trotzdem, das sieht doch recht fresh aus. Aber was euch natürlich noch interessiert, was kann denn bitte der neue Extreme Z-Awakened Freezer, Gianni? Warum erwähnst du das nicht? Ja, weil das Beste kommt natürlich zum Schluss. Der Freezer hier ist jetzt in der Extreme Z-Awakening-Liste. Und wird dann folgendermaßen aussehen. Die das Skill, wer hätte es gedacht? Physisches Key plus 3 HP, Attack und Defense plus 70%. Heißt, der Broly wird ersetzt. Endlich, der Broly war so kacke. Ha. Die Ulti macht immensen Damage. Und das ist mehr übrigens als Broly hatte. Der hatte Supreme. Danke. Und Defense Boost um 30% für 3 Turns. Not bad at all. Das steht hier übrigens nicht. Das sehe ich gerade von der anderen Seite ab. Die Passive. Attack 120% ab. Ja, nicht mehr bei einer Ulti. Wie es aussieht, jetzt direkt einen 120% Attack Boost. Was kommt noch? Und wenn man der First Attacker ist in der Rotation, Key plus 3 und Defense plus 30%. Also einerseits hätte ich mir gewünscht, dass sie noch 130 upgraden, auch wenn es so ein bisschen ist, es wäre was Krankes gewesen. Und andererseits, wenn er der Erste in der Rotation ist, Key plus 3 und... Sie wollen ihn jetzt neben seinen kranken Attack-Dings noch einen Defense aufbauen halt. Ja, ich verstehe den Gedanken, aber irgendwie leicht enttäuscht bin ich schon. Er raced also seine Defense mit der Ulti und dann kriegt er nochmal einen Boost, wenn er der Erste in der Stelle ist. Er kriegt auch Ki, also ist seine Ulti recht garantiert, nehme ich an. Naja, es ist okay, es ist recht solide, muss man sagen. Ich glaube, der Goku... Obwohl, nein, Moment, Freezer hat allgemein schon 120. Es könnte strong werden. Vor allem der Freezer wird jetzt durch seinen Extreme Z-Awakening noch höhere Stats erreichen. Das könnte ziemlich, ziemlich krank werden, was den Damage-Output angeht, weil allein schon die Stats, die Freezer jetzt erreicht durch dieses Extreme Z-Awakening, werden ihn um ein so vielfaches stärker machen, dass es... Das wird lustig, den zu benutzen. Und Defense-technisch kann er jetzt wohl auch was einstecken. Das ist ja doch ganz okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir alles abgearbeitet. Da kommt auf jeden Fall ein nicer Scheiß auf uns zu. Wie bereits gesagt, ist die JP-Version. Wir brauchen circa 6 Monate. Also nicht wundern, spätestens in 6 Monaten ist das bei uns. Und jetzt noch, wie gesagt, ich werde kurz nach diesem Video hier streamen. Ich werde jetzt futtern, dann werde ich den Streamer schmeißen und wir werden das Raditz-Event klären. Heißt, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr einschalten würdet. Und wie gesagt, Glocke anmachen, weil irgendwie kommt das ja wohl nicht mehr zu allen durch. Tut mir ja leid für euch, aber auch für mich, weil wir werden beide durchgefickt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich außerdem freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und wie gesagt, falls ihr neu seid, Abo, Glocke aktiv. Wir sehen uns später wahrscheinlich noch bei einem neuen Dokamette-Video wieder, weil ich auch eins für heute geplant hatte. Und morgen bei einem großen Dragon Ball Super Video wieder. Würde mich auch freuen, wenn ihr da einschaltet. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl. Und ciao.